Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play aus der Welt von Brick Force. Mit irgendeiner komischen heilige Scheiße. Was ist das für eine Waffe? Dieser Halbmond V-Serie, die geht irgendwie derbe ab, aber auch irgendwie nicht. Ich kann die so schlecht ein. Was ist denn mit mir jetzt los? Bitte. Leute, bitte, was ist mit mir gerade los? So. Das ist eine Shotgun, die extrem schnell schießt. Und aber dafür jetzt, sagen wir mal, ziemlich gut ist. Aber wie viele Schüsse schießt die denn? Also wenn man Makro mit der hätte, aber ich werde niemanden dazu bewegen, sich ein Makro zu holen, weil ich das absolut unnütz, unfair und sonst was finde und es gegen die AGB verstößt. Von daher, Leute, spielt ohne Makro, spielt fair, spielt ohne Hex. Aber diese Waffe ist echt gut, also das könnte problemlos die beste, eigentlich die beste schwere Waffe sein. Zumindest für eine kleine Map, sagen wir mal. Wow, aua. Naja, gerade läuft es jetzt nicht so klasse, aber das wird vielleicht noch. Hoffentlich vielleicht. So. Der wäre schon mal weg. Und der ist weg. Ah, ja, du bist auch weg. Das gefällt mir so. So muss. Oh. Der ist aber noch nicht weg. Oha, die ist so OP, die Waffe. Aber ich habe keine Muni mehr. Ich habe keine Muni mehr. Muni, was laber ich? Ich habe keine AP mehr. Das ist ja nicht die wahre Verwirrung hier. Irgendwie merke ich gerade, ich glaube, mein Ingame-Sound ist aus, was vielleicht jetzt nicht so toll für euch im Video ist, aber immerhin übertönt da nicht ein lauter Schuss meine Stimme. Was natürlich auch schön ist. Weg mit dir. Also die Waffe hat jetzt keine Tendenz dazu, meine Lieblingswaffe zu werden, aber für eine schwere Waffe, Leute, das ist beachtlich. Nice. Die Waffe kann ich eigentlich uneingeschränkt empfehlen, bis jetzt. Für eine kleine Map ist die sicherlich richtig OP. Die Map hier ist schon etwas größer, ich bin hier einfach reingejoint. Aber sie gefällt mir total gut, die Waffe. Jetzt müsste natürlich auch mal wieder ein Gegner kommen, wie der Kleine hier. Normalerweise habe ich da natürlich ein bisschen Probleme mit, solche Anfänger zu töten, aber man kann nicht immer aussuchen, wen man um die Ecke bringt. Ja. True Story. Story of my life. So, damit werden wir in diesem Raum schon durch. Die Waffe hat jetzt auch ein wenig Schaden bekommen. Wo bist du, du schwere Waffe? Jetzt muss ich schnell mal hier. Das, die ist ein bisschen zu groß, glaube ich, für die Waffe. Wild Texas. Klingt gut, machen wir. Oh, nur noch 36 Sekunden. Da habe ich aber mal wieder jetzt kein Glück. Gut, also nachladen tut sie jetzt nicht allzu schnell, aber auch nicht furchtbar langsam. Ah, definitiv war. Jetzt schreibt hier einer Noob im Chat. Hoffentlich meint er nicht mich, aber selbst wenn er mich meint, ist es mir egal. So. Yeah, hab Dunkel gekillt. Cool. Danke, dass du mich getötet hast. Das freut mich sehr. Neuer Raum, neues Glück. Mal weiterschauen. City State 9. Tutorial. Na gut. Mal schauen. Weiter geht's. So. Dieses Video müsste jetzt eigentlich in direkter Nachfolge zum anderen Video kommen, weil ich es jetzt nur, sagen wir mal, 2 Stunden später produziere.
So, Leute, Leute, nein, bitte tu es mir nicht. Der hat die Waffe auch und der spielt damit heftig unfair. Hätte ich jetzt eine präzisere Waffe, das ist der Nachteil an dieser Waffe. Sie ist nicht präzise, also sie ist wirklich nicht dazu da, sich jetzt damit irgendwie. Also für mich ist es keine Waffe, die große Fähigkeiten benötigt, sondern eher eine Waffe, die man komplett auf den Nahkampf spielen sollte. Also je näher man am Gegner dran ist, desto besser. Och, nee, oder? Also langsam wird's, langsam ärgert's mich. Aber was soll man machen? Es gibt immer richtige Probleme und unnütze Dinge. Naja, egal. Ich weiß nicht, also ich finde die Waffe jetzt nicht so geil. Zumindest nicht im Gesamten. Die Waffe ist richtig klasse auf so eine kleine Map gesehen, aber so als Turn-2-Waffe oder so überhaupt nicht zu empfehlen. Von vorne bis hinten nicht. Kein bisschen. Wo sind denn jetzt die Gegner? Wer gewinnt? Das ist ja auch klasse. Am besten dann gleich noch ins Team gehen von dem Gewinner. So würde ich das natürlich auch machen. Hust, hust. Ja, genau. Jetzt holen. Was für eine Waffe. Also, sie ist auf diesen krassen Nahkampf, wie gerade eben, super geil. Aber ich kann sie überhaupt nicht empfehlen. Wenn eure Gegner jetzt auf so einer Entfernung sind, dann könnt ihr mit dieser Waffe nichts anfangen. Also rein gar nichts. Aber so ist die Waffe echt super. Hier? Nein? Meinst du? Ja, das habe ich noch gewonnen. So, dich habe ich auch noch weggeholt. Ach, jetzt geht mir doch noch die Muni aus. Das war nicht ganz so geplant. Das Display zieht sich ja jetzt auch in die Länge, aber das ist nicht schlimm. Oh nein, bitte unterlass doch die Granaten. Naja. Granaten gehören zum Spiel in einem gewissen Maß auf jeden Fall. Und, ich denke, das ist auch richtig so. Wo bist du, Vasu? Ach, ich komm mal, ich geh mal zu Vasu. Ach, jetzt ist mein Freund Vasu gestorben. Vasu, es tut mir so leid für dich. Also, ich finde diese Waffe jetzt nicht so krass OP, aber sie ist definitiv gut. Also, Leute, fast eine uneingeschränkte Empfehlung, aber einfach nur für Public-Räume. Überhaupt nicht gut für ein CW auf Assault oder was ihr machen wollt damit. Hier auch nochmal meine Delta. Jetzt habe ich zwei Einzelschusswaffen dabei. Vielleicht wäre es schlau, neben dieser Waffe noch eine Sirus zum Beispiel einzupacken oder eine Falken. Das wäre vielleicht tatsächlich hilfreich. Ich laufe jetzt auch einfach mit der Pistole. Damit kann ich erstens schneller laufen und auf die Entfernung bringt es rein gar nichts. Wie die alle. Nein, nein. Schade. Die Waffe. Ja, mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Auf jeden Fall, Leute, ich hätte eine kleine Frage an euch. Seid ihr mir sauer, wenn ich gelegentlich Videos vorproduziere? Denn ich schaffe es zeitlich manchmal nicht, ein Video zu produzieren oder wie jetzt auch eine ganze Woche lang einfach. Es fehlt manchmal an Lust, manchmal an Zeit und dann gibt es am Ende gar kein Video. Und deswegen ist es besser, wenn man so wie jetzt hier Lust hat, wirklich Videos zu produzieren, wenn man es dann macht, finde ich. Also die Waffe ist klasse. Das ist nicht zu bestreiten. Stirb, stirb. Ja, super. Vielleicht führe ich mein. Ups, ich wollte mein Team zum Sieg führen. Oh, nein. Bitte, bitte lass mich jetzt nicht an Granaten sterben. Oh, das war noch. Okay, können wir machen.
Mr. Skill Pro. Stirb, 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 stirb. Ja. Habe ich jetzt noch Munition? Ja, sogar. Klasse. Ich habe noch Munition. Das gefällt mir. Wenn auch nicht mehr so viel, aber vielleicht, ja, es hat noch gereicht, um euch beide zu töten. Wupp, wupp. Nein, Artifexus, weg mit dir. Aber jetzt fehlt es mir an Munition. Hier, Cyrus, gib mir deine Waffe. Ja, jetzt hat er mir seine Waffe gegeben. Beziehungsweise ich habe sie ihm abgenommen. Vielleicht kann man damit ja auch ein bisschen Schaden noch drücken. Ah, oh, schade. Das war jetzt ein bisschen gefailt, aber die Waffe war jetzt leider, glaube ich, ungeupgradet, wo ich sie aufgehoben habe. Bin im Play. Hat sich die Waffe gelohnt? Ach so, genau zum Fazit eigentlich, weil die Runde in einer Minute zu Ende ist. Die Waffe lohnt sich für 2.500 Tokens, aus meiner Sicht definitiv. Und ich würde mal sagen, dass man mit der Waffe nicht groß was falsch machen kann. Es ist wahrscheinlich die beste schwere Waffe, die mir jetzt einfallen würde. Was hat die OP-Waffe denn gekostet? Noch unter 30 Euro. Tatsächlich nur 5 Euro bei einer richtigen Aktion. Wie kommst du auf... Hallo? Was, wieso stehst du denn da? Jetzt hast du aber richtig einen Hammer kassiert. So. Bitte, bitte, stirb, 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 stirb. Also die Delta macht ja auch heftig Schaden. Da hatte Infernum aber einen guten Tag. Infernum hat doch oft gute Tage. Ich verstehe gar nicht das Problem. Ich meine, es gibt so viele Tokens-Aktionen. Da kann sich jeder eigentlich eine Ausrüstung für relativ wenig Geld zusammenkaufen. Ich sehe nicht ein, wieso man jetzt sich beschwert nach unter 30 Euro. Infernum, wieso macht ihr so ein Pay-to-Win-Spiel? So, Leute. Also dann. Mein Fazit. Klasse Waffe. Die Runde macht echt Spaß. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein, Leute, macht's gut.